Mein Name ist Andreas Ehresmann, ich bin der Leiter der Gedenkstätte und Geschäftsführer der Stiftung Lager St. Postel. Die Gedenkstätte ist zunächst einmal am historischen Standort des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stellag 10b St. Postel. Heißt, dass hier das zentrale Kriegsgefangenenlager zunächst des Wehrkreises 10 untergebracht war, wo insgesamt nach unseren heutigen Zählungen über 313.000 Kriegsgefangene untergebracht waren. Heute haben wir ungefähr noch ein Siebtel des damaligen Geländes. Das ist also heute Gedenkstätte. Damals, also zur Zeit des Nationalsozialismus, war das hier, wie soll ich sagen, 40 Fußballfelder groß. Was man heute noch sehen kann, sind Unterkunftsbaracken. Wir haben die Lagerküche, die man sich noch anschauen kann. Und Latrinenräume, also Toilettenräume. Darüber hinaus moderne Ausstellungen, in denen wir die Geschichte des Ortes, die Geschichte der Menschen, die hier gelitten haben, die hier gestorben sind, vermitteln. Was man eigentlich bei dieser Ausstellung schon sagen kann, ist, dass es zunächst einmal eine der wenigen Ausstellungen ist am historischen Ort eines Kriegsgefangenenlagers, in einer Kriegsgefangenenlager-Gedenkstätte in Deutschland. Es gibt nur wenige Orte, wo Kriegsgefangenenlager waren, wo heute Gedenkstätten sind. Anders als bei den ganzen Konzentrationslagerstandorten, die sehr oft als Gedenkstätte ausgebaut sind oder memoriert sind. Warum man herkommen sollte? Weil ich denke, dass Gedenkstätten allgemein und diese Gedenkstätte im Besonderen dazu einlädt, sich kritisch mit der Geschichte hier dieses Ortes auseinanderzusetzen. Und das eben ohne diesen moralischen Imperativ und ohne den moralischen Zeigefinger und tatsächlich hier auch was zu lernen. Wie rassistische Kategorisierung, unter denen ja besonders solche Kriegsgefangene zu leiden hatten, ausgesehen haben, wie die funktioniert haben und warum die funktioniert haben. Also solchen Fragen hier nachzugehen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, da ist das einfach hier der ideale Ort dafür. Und deswegen immer diese herzliche Einladung, das hier in diesem Ort zu tun. Gerne mit uns gemeinsam. Wenn heute Leute hierher kommen, dann kommen sie aus zwei Gründen hierher. Entweder, weil sie ein Interesse haben an der Geschichte von damals, also Zeit des Nationalsozialismus, oder weil es Leute sind, die damals hier vor Ort waren und hier gelebt haben. Verborgenes Freilegen, das ist letztlich die Aufgabe, der wir uns hier verschrieben haben an der Gedenkstätte Lager St. Postel, und zu vermitteln. Und den Leuten, die zu uns kommen, Schülerinnen und Schüler, Jugendgruppen, Erwachsenengruppen, zu erzählen, dass Geschichte wichtig ist, dass Geschichte ganze Generationen geprägt hat, vielleicht auch deine Familie ihre Geschichte geprägt hat. Also in unserem pädagogischen Bereich bieten wir an, dass wir mit Schulgruppen diesen historischen Ort entsprechend entdecken. Also wir fangen immer gerne auf dem Friedhof an, weil wir sagen, es ist uns wichtig, den Schülern mal deutlich zu machen, dass hier in ihrer Region sich die größte Kriegsgräberstätte zwischen Weser und Elbe befindet. Was wir auch mit anbieten, ist zum Beispiel dieses Projekt hier Namenssiegel. Wir möchten also den toten sowjetischen Soldaten ihren Namen wiedergeben. Das machen wir immer so, dass immer zwei Schüler oder auch zum Beispiel Konfirmanden so einen Ziegel anfertigen. Dazu bekommen sie immer eine Personalkarte eines sowjetischen Kriegsgefangenen, und so auf dieser Karte ist dann drauf der Familienname, der Vorname, Geburtsdatum, Sterbedatum, und dann macht ein Schüler diesen Ziegel fertig, ein anderer beschriftet ihn, und unser Ziel ist irgendwann, diese 5000 Namen wieder zurück auf den Friedhof zu bekommen, denn dort findet man im Moment überhaupt keine Informationen auf den Gräbern, wer dort eigentlich liegt. Mein Name ist Ronald Sperling, ich bin im Archiv der Gedenkstätte St. Postel tätig. Das Archiv ist der Ort, wo wir das gesammelte Wissen der Gedenkstätte speichern. Also es ist einerseits als Papierform da mit Kopien und Dokumenten, aber auch mit Büchern, wie man hier im Hintergrund sieht. Und dann ist es eben halt auch zurzeit digital mit vorhanden. Also wir haben vieles auch mittlerweile digital. Und das Archiv ist natürlich auch deswegen wichtig, weil die Zeitzeugen sterben immer mehr aus. Und wir sammeln ihre Geschichten und versuchen, diese der Nachwelt mit zu erhalten. Es ist also der Wissensspeicher der Gedenkstätte. Und er ist auch zu benutzen. Das heißt, alle, die Interesse an der Geschichte haben, können im Archiv recherchieren, können dort mit den Materialien mitarbeiten und können die Geschichte des
Stahlack 10b Sandbostel erforschen. Ja, ihr seid auch herzlich eingeladen, die Gedenkstätte mit zu besuchen und hier vor Ort euch die Ausstellung und alles andere mit anzuschauen.